Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ich habe halt mal wieder keine Ahnung, so wirklich, wie es weitergeht. Und ein Bekannter hat mir geraten, dass ich auch nochmal die ganzen Sachen, die ich im Inventar habe, auch mir nochmal genauer anschauen sollte oder versuchen sollte, bestimmte Sachen zu kombinieren. Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Schokobröckchen. Nein, Hier das war die nicht. Hey, da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. So, das habe ich zum Beispiel übersehen. Sieht aus, was cool. Aber ich habe immer noch die Cornflakes-Packung, lustig. Was hat er noch geraten? Ah ja. Ich sollte das nochmal darauf Ja, anwenden. ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. So, jetzt habe ich zwei Unterschriften. Sonst sehe aber nichts so wirklich aus, was ich kombinieren könnte. Ich glaube, mit den zwei Sachen will ich schon erstmal weiterkommen. Beim Polizeiausweis habe ich auf jeden Fall eine Idee. Ja, dafür muss ich aber nach unten. Na, die zwei Sachen hat er mir mal geraten, mir nochmal genauer Beam me anzuschauen. up, Scotty. Achso, ich brauche einen Keilerbügel. Da, 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 da. Das sieht gefährlich aus. Egal. Ich Da auch kommt der irgendwelche nächste Sachen mit ihm Ausgang. kombinieren? Das klappt so nicht. Seine Farblosigkeit lädt dazu ein. Leider hängt er zu weit weg. Da kommt der nächste Ausgang. Und los geht's. Ich schlage keine alten Männer. Zumindest keine, die außerhalb meiner Reichweite hängen. Da kommt der nächste Ausgang. Oh, das hat total geklappt. Aber Herr Mantel, du bist ja ganz schmutzig. Da kommt der nächste Ausgang. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Weg ist er. Da kommt der nächste Ausgang. Und los geht's. Ob ich ihn dann in der Waschküche finde? Da kommt der nächste Ausgang. Auf jeden Fall läuft ihr jetzt. Herr Mantel. Herr Mantel? Er hört mich nicht. Guck mal, Harvey. Das ist doch Herr Mantel. Ich finde, er übertreibt mit seiner Reinlichkeit. Das hast du auch schon mal über Nilpferde gesagt. Die baden ja auch den ganzen Tag. Gibt es noch irgendwas, was ich mit dem kombinieren könnte? Ich muss wohl warten, bis der Schleudergang durch ist. Ich muss wohl warten, bis der Schleudergang durch ist. Ich muss wohl warten, bis der Sch Okay, scheint nicht so zu sein. Ich habe leider meine Stelzen im anderen Kittel.
Das sieht gefährlich aus. Egal. Da kommt der nächste Ausgang. So. Ich glaube, ich weiß auch, was ich mit dem Personalausweis mache. Wir haben ja schon erfahren, dass Drogebecher Respekt vor höheren Autoritäten hat. Vielleicht klappt das ja dann. Halt! Sonderkommissariat des Paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Edna. Drogebecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Drogebecher. Und ob. Kann ich dann jetzt zum König? Drogebecher. Cool. Ich meine, danke. So, so. Meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest. Dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft, meine Wachen zu überwinden. Der arme, getreue Drogelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber, oh, weh, oh mir. Meine Hand ist schwach. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Bevor du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Mein Schloss, meinen Thron und meine goldene Medaille aus dem Puzzlewettbewerb musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen. Bist du bereit? Ich will deinen blöden Thron nicht. Wenn das eine List sein soll, ich warne dich. Ich habe hellseherische Fähigkeiten. Wirklich? Und ob. Frag mich was. Komme ich hier jemals raus? Ungewiss, deine Zukunft ist, mein sehr junger Padawan. Ich sehe, einen weiten Weg du noch vor dir hast. Ich sehe Schmerz und Trauer und... Huch, was ist das? Ich sehe eine Klage auf Lizenzrechtsverletzung. Was wirfst du als nächstes? Wer wird der nächste Papst? Ich sehe, worauf du hinaus willst. Und nein, du bist es nicht. Verdammt, ich hätte nicht so oft fluchen sollen. Werden Menschen auf dem Mars landen? Klares Nein. Was? Einfach nur Nein? Genau. Nein. Wo ist Walter? In einem Brunnen. Die Polizei wird seine Leiche in wenigen Tagen bergen. Oh nein, der Arme. Das eskalierte schnell. Wann ist dieses Gespräch endlich beendet? Schon sehr bald. Willst du vorher noch einmal versuchen, mich schnell zu besiegen? Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Aber sicher! Und nicht nur das! Wieso? Was denn noch? Ja! Naja, okay. Nur echtes Gold. Mehr nicht. Aber was erwartest du eigentlich? Hä?
nochmal auf deine Gabe zurückzukommen? Ja, okay. Das hatten wir Wann schon alles. Wann ist dieses Gespräch endlich... Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Was denn sonst? Ha! Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Naja. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Also wenn es der Hund war, dann war er grün. Grün. Ha! Weit gefehlt! Na, Adrian hatte eine rote Katze. Dann versuche ich nochmal rot. Als wie viel der... Ha! Und was? Nein. Halt. Welche Farbe? Ja. Na ja. Da. Rot. Wow. Du hast recht. Ich fühle mich plötzlich so... so verstanden. Und alles ist plötzlich viel klarer. Ja. Ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es wohl lieber ruhig angehen lassen. Nicht alles muss meiner Kontrolle unterliegen. Genau. Hey. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Ich bin bereit. So sei es. Der Wettstreit ist hiermit eröffnet. Nun dann. Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt geht es um alles oder nichts. Erfolg oder Niederlage. Ruhm oder Schande. Köderfisch oder Wurm. Du machst es aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und du musst mir die Lösung sagen. Oder zugrunde gehen. Schon gut, schon gut. Stell die Frage. Gut. Die Frage. Kopf oder Zahl? Das ist alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl? Ich nehme mal Kopf. Kopf! Zahl! Tja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Hast du genug? Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf. Zahl. Kopf. Ja. Ich will es... So. Kopf. Zahl. Kopf. Ja. Was? Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt. Und meine Füße steckten in Wassereimern. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann
erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Ich will es noch... Sogar... Kopf. Zahl. Tja, was? Ich will es... Sogar... Kopf. Zahl. Tja, was? Ich will... Sogar... Kopf. Zahl, Tierass. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Muss ich mir noch irgendetwas einfallen lassen, um ihn zu besiegen. Die Münze habe ich nicht mehr, ne? Lea! Dann mache ich erstmal was anderes. Was soll ich schreiben? Biggidi Baggidi Boo. Okay. Was soll ich schreiben? Kaffee. Okay. Was soll ich schreiben? Wasser? Okay. Ja, immerhin erschreibt. Was soll ich schreiben? Komplettlösung. Okay. Was soll ich? X, X, X. Okay. Kann ich das auch mit Marcells Unterschrift machen? Was soll ich schreiben? Dr. Marcel Paradise Cocktail mit Schirmchen. Okay. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einen Kaffee bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht? Was? Lass mich mal sehen. Tatsächlich. Was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich, ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Hackfleisch für Kaffee? Oh Gott. Das sind keine Spirituosen, das sind Putzmittel. Naja, zumindest ist in den meisten auch Alkohol drin. Was will mir dieses Regal sagen? Nichts. Hier ist keine Selbstbedienung. Na, schade. Aber jetzt kann ich bestimmt den Löffel nehmen, ne? Ja. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Hier mixt der Barmann... Was auch immer für Dämonen darin schlafen, ich wecke sie besser nicht. Lieber nicht, ich mag meine Fingerkuppen da, wo sie sind. Davon trinke ich lieber nicht... Ich habe da dieses gemeine Sodbrennen und... Feige! Edna? Putz! Putz, putz, schnuddi, schnutz! Puh, ich dachte schon. Ui. Ui. Hm.
So, jetzt habe ich die Schaufel. Da kommt der nächste Ausgang. Und los geht's. Da kommt der nächste Ausgang. Hallo? Ist da jemand? Ja, ja, da ist jemand. Was gibt es? Ich habe da etwas, das du vielleicht gebrauchen kannst. Ich hoffe, es ist ein Löffel. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Na, was soll es? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Muss ich vielleicht einmal kurz raus und wieder rein? Diese Löffel, sie ist... Okay, jetzt habe ich die Schaufel verloren. Muss ich es dann nochmal mit Adlern probieren. Das sieht gefährlich aus. Egal. Da kommt der nächste Ausgang. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Gott oder Zahn. Kopf. Zahl. Tja, was? Um nochmal auf deine Gabe zurückzukommen. Wann? Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir nie. Ja, dann ich auf das Gewicht und mal ich dann was aber. Eine goldene. Aber. Wieso? Naja, nur. Aber was? Ich will es noch einmal. So. Zahl. Kopf. Für was? Ich will. Zahl. Kopf. Für was? Ich will es. So. Zahl. Kopf. Für was? Ich will es noch. So. Zahl. Kopf. Für was? Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Na gut, dann versuche ich mal in der nächsten Folge damit weiterzumachen. Bis dahin wünsche ich euch allen noch was Schönes. Wir sehen uns. Tschüssen. Bye-bye.